Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem angekündigten Let's Play Together. Und mein Partner hierbei ist Asiopia. Genau. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, World of Warcraft zusammen durchzuzocken. Und was ist passiert? Ja, 2,5 Stunden Testen, Aufnahme und alles weg. Camtasia, wir hassen dich. Oh ja. Naja, egal. So. Wir werden auf der Seite der Allianz durchspielen. Und zwar, wir werden Menschen aufmachen. Ich einen Menschen-Hexenmeister. Und ich einen Magier. Ja. So, Charakter ist erstellt. Okay, gut. Ich bin schon drin. Der Name und los geht's. Jeder kennt mich unter dem Namen Seed und jetzt heiße ich Sweet. Naja, aber Sweet hört sich besser an. Quindoras, der gehört mir, zum Glück. Okay. Ja, egal. Ja. Nie. So. Das Intro überspringen wir jetzt. Oh, okay. Bist du schon kniet oder... Oh nein, das ist jemand anderer. Okay. Du weißt das, Threats. Ja. Genauso wie letztes Mal. Diesmal mit der richtigen Frisur. Okay. Oder besser gesagt, ich auch. Mit der richtigen Keim. Diesmal mit dem alten Männeraussehen. Lade mich bitte. Lade mich ein bitte. Niemals. Genau, cool. Niemals. Ich lade dich ein. So. Kann nicht. Wieso denn? Egal. So, mal eben kurz was einstellen. Ja. Die schönen Add-ons. Laden und das sollte es. Bei mir dauert das ja nicht so lang. Ja, das stimmt. Bei mir ist es jetzt schon fertig. Oh Mann, ja. Muss ja nur dein Interface da einstellen. Also. Ja. Hier oben das Porträt. So, das ist, denke ich mal, gut so. Okay. Kann mich jemand einladen? Nein. Genau, nein. Ja, nein. Wie letztes Mal jemanden, Eiskalt. Der unbedingt mit uns zusammenspielen will. Ja. Los geht's. Wer Fragen hat über meine Add-ons, der kann ruhig fragen. Ich beantworte die gerne. So, schnell die Quest annehmen und der eine verfolgt mich schon wieder. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh Gott. Mann, wird das jemals auch mal nicht vorkommen? Unglaublich. Lass mich raten, in Goldshire steht bestimmt schon wieder jemand. Stehen bestimmt schon wieder 1000 Hodler. Ja, bestimmt. Ja. Ja, Leute, beim letzten Mal, als wir die Testaufnahme gemacht haben, da haben uns ein paar nette Hodler im Goldhain, oder auf Englisch halt Goldscheide, die Quest NPCs geklaut. Das war nicht nett. Außer es hat eben ausgesehen, wie sie gegeneinander gekämpft haben, also die Allianz gegen die Hodler. Genau. So. Diesmal machen wir das mit Duell, wenn wir gegeneinander gekämpft haben, habe ich gewonnen. Ja. Ja, Magier sind auch selbstens immer, finde ich. Ja. Weil, ja, ich habe einen auf der Seite der Horde und, ja, wie schon gesagt, er ist sehr stark. Aber mit dem Hexenmeister ist er später nicht anders. Ich hoffe mal. Ich weiß aber noch immer nicht, welche Skillung später die stärkste ist. Für alle, die es nicht wissen, ab Level 10 kann man sich skillen. Das genau, heißt, drei verschiedene gewisse Fähigkeiten verstärken. Ja. Und eben bei diesen drei verschiedenen Bäumen muss man einen auswählen. Oder könnte man einen direkt auswählen. Vermutlich ist das das Intelligenteste. Und dann kann man den halt verbessern. Genau. Und da sind wir schon Level Up.
Dieser grüne Lichtblitzen. Reset zu Level 1, 2. Ja, genau. So, ich habe 4 Pelze eines kranken Wolfs. 6. Wie immer. Oh. Ja. Also ich bin schneller fertig, aber du hältst mehr aus, was? Ja. Beziehungsweise ich habe mehr Glück und komme aus meinen eigenen Dummheiten wieder raus. Genau. Und du musst die auch mal plündern, die ich besiegt habe. Die mir gehören. So, ich bin fertig. Mir fehlen noch 3. Oh und? Mann, es geht wieder los. Ja. So. Naja, mach mal. Ich töte die hier schon mal. Ja. Jetzt fängst du schon hier mit den Talentbäumen an und dann sagst du nichts dazu. Nee, nee, nee. Ja. Ja, ich weiß nicht, auf was ich gehen soll. Ich hab, also, kennst du Barlow? Der, ja. Okay. Der macht der jede Klasse nieder, außer seine eigene. Ja. Schurke. Genau. Also, ich finde ja, mit Dämonologie wäre das Leben leichter. Aber da du die Gegner so extrem schnell tötest, wäre Zerstörung auch besser. Für alle, die nicht wissen, Dämonologie ist für Gehilfen, also später bekomme ich Gehilfen, und Zerstörung ist für Schaden. Ja, und dann gibt es auch noch Gebrechen, ist auch nochmal für Schaden. Ja, stimmt, aber Schaden über Zeit. Ja. Und, ja. Ha, ich habe eine Robe bekommen. Wow. Yes. Du läufst wieder von Anfang an mit der Anfangsrobe. Genau, also bis Stufe, keine Ahnung. Ja. So. Ja. 6 Kobold geht sich getötet. So, dann sind wir auch fertig. Gut. Dämonologie ist halt wirklich besser, wenn man alleine questet, weil die Diener halt die ganzen Mobs auf sich ziehen und so. Bei uns drei erledige ich das ja schon. Ja. Ja. Aber ich kenne das Gefühl als Magier, denn ich spiele mit dem Magier, mit einem Kollegen, und der ist Druide. Und der probiert zwar immer die Aggro zu bekommen, schafft es aber nie. Oh Mann. Sie geht immer auf mich. Ah ne, entscheide das ruhig mal selber. Magier hat eigentlich nur Sachen. Also Feuer, Arkan und Eis. Ich denke, ich nehme Feuer, das ist halt wirklich für den Schaden. Ah. Und Eis, besser fürs PvP geeignet, also Player versus Player. Und Arkan, das ist heutzutage für den Endcontent gedacht, also wenn man die finale Stufe erreicht hat. Ja. Also ich nehme lieber Feuer. Denke ich. Feuer, gute Entscheidung. Finde ich. Früher war ja Feuer nicht sehr beliebt, da anscheinend die Bosse alle Feuer waren. Also sowas wie Onyxia und so. Ja, genau. Waren eher, also hatten viel Feuerwiderstand. Und deswegen war das nicht allzu beliebt. Ja. Das stimmt. So. So. Ich könnte mir gleich den Wichtel holen, wenn ich genug Geld hätte. Was ich anscheinend nicht habe. Oh Mann. Geht schon wieder mit guten Aktionen los. Naja, egal. Gehen wir zu den Kobold-Tagelöhnern. Genau. Okay. Bei Gold, also die Währung hier, Kupfer, Silber und Gold. Die spielen ja heutzutage irgendwie nicht mehr so eine große Rolle. Finde ich. Ich kenne Leute, die rennen schon mit 66.000 rum und das ist heftig. Oh mein Gott! Ich probiere gerade, also ich spare gerade mit meinem Level 80er auf das verbesserte Reiten. Da ich relativ viel ausgebe für einen Kollegen, der Verzauberung auflevelt. Und dann geht es sehr langsam voran. Ja, das stimmt allerdings. Ja. So. Und, yes, Level up. Level 3. GZ.
GZ, zu. So. Also wer es nicht weiß, GZ heißt Gracias. Gracias heißt Gratulation. Ja. Für die auch das nicht verstehen. Und Kobolda, Gott, machst du dich schnell tot. So, gut, meiner ist auch tot. Weißt du auch, während ich schon zwei down habe, schaffst du das ein. Ja. Und später wird das so, während du vier down hast, habe ich auch einen. Ja, genau. Aber dafür sterbe ich auch viel schneller als du. Ja, stimmt. Zum Glück. Naja, wir probieren diesmal weniger oft zu sterben. Bei der Promo-Aufnahme sind wir bis Level 10. Also Kindoras ist dreimal gestorben und ich bin zweimal gestorben. Stimmt nicht, ich bin viermal gestorben. Und, ja. Ach ja, stimmt. Gut, also er ist doppelt so oft gestorben wie ich. Ja. Durch gewisse Aktionen von mir, die sehr intelligent waren. Genau. Und ich bin ja auch so nett und nehme dir die Gegner ab, damit du nicht spielst, was? Ja. Ja. Und ich bin so nett und renn weg. Er rennt nochmal extra in die Gegner rein. Ja. Ja, das habe ich nicht vorausgesehen, dass da Gegner standen. So. Und... Ja. Ach, Kobold, hier ist er weiter. Und früher waren das ja wirklich viel mehr. Muss man 12 von einer Sorte töten. Oh, wie bitte? Da musste man 12 von einer Sorte töten, damit man den Quest erledigt hatte. Wirklich? Ja. Oh. Naja, 8 ist eine magische Zahl anscheinend. Daher fast alles mit 8 ist. Ja. Ja. Naja. Nicht schon. Und ich wurde schon vom ersten Battle.net-Account angeschrieben. Gut, danke, nein, ich antworte jetzt besser nicht. So. Und... Zack. Ich habe ihn gleich schnell getötet wie du. Hatte ich irgendeinen Vorteil oder sowas? Also zeitlich? Keine Ahnung. Jetzt habe ich schon mal was, auf was ich stolz sein kann. Genau. So, und... Mann, verfehlen. Ich hasse es. Ach ja, ich muss noch was sagen, auf Stufe 30 später kommt... Achso, noch ganz kurz das mit den Instanzen erklären. Es gibt später Instanzen ab Stufe 15 und das heißt... Eine Gruppe aus 5 Leuten beschreitet eine Höhle, sozusagen, mit sehr starken Gegnern. Und ja, später, auf dem höheren Level, kommt eine Instanz namens Scharlachrotes Kloster. Oh Gott. Und die bin ich heute, warte, lass mich zählen, circa 17 Mal durchgerannt. Nur um zu sehen, ob da ein rarer Mob steht. Oh, und jedes Mann. Mal wurde ich enttäuscht. Und? Hast du einen gefunden? Ja, einen, aber der hat nur schwere Rüstung gedroppt. Und ich hätte den Stoffkopf gebraucht. Ja. Ja. Das nennt man Glück. Die Instanzen, wieso so kompliziert beschreiben? Das ist ein... Gebiet, was geschlossen ist, halt eine Gruppe reingeht, Tank, Heiler, 3 EDs, bla 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 und so. Und macht die alles hauen kaputt. Dann die alle um. Könnte ja. Man sagen.